Hallöchen und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Wir gehen in die Ruinen, haben einen langen Run mit unseren Veteranen vor uns. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Kein Boss in Sicht, aber hoffentlich richtig Loot und ordentlich Erfahrung. Ja, das ist schön hier, ne? Einmal hier so verwinkelt und dann... Oh, da müssten... Wir müssen nur 90% der Gänge erforschen. Das heißt, ich könnte einfach hier den hier machen und einfach abkürzen. Die zwei lassen wir dann raus. Okay, auf geht's. Gucken. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob wir sofort in irgendwelche Fallen reinlatschen. Zum Glück nicht. So, wir gehen schon mal weiter nach vorne. Ja, wir nehmen schon mal die kleinen Viecher raus. Riesel. Ordentlich einen reingekrittet hier. Ach, das ist Betäuben. Ich habe hier nochmal was umgestellt. Ich habe hier den hier reingemacht, anstatt den Angriffsskill. Ganz einfach aus dem Grund, weil der Angriffsskill auf Level 1 gewesen ist. Ich hatte kein Geld dafür. Ich habe auch noch hier so ein Dingsbums verkauft, weil ich einfach... weil ich einfach zu wenig Geld hatte, um die Leute auszurüsten für den Run. Weil es ein langer ist, ich brauchte halt einfach zu viel. Aber ich habe was verkauft, was ich sowieso nie brauchen sollte. Irgendwann werde ich mir denken, oh, hätte ich es mal nicht verkauft. Hacken weiter einfach mit dem Messer drauf. Bisschen Damage. Naja, das mit dem Dings war mir schon klar, dass er nicht betäubt wird. Ah, er steht hier hinten echt ungünstig. Ich glaube, dann ändere ich bei ihm nochmal einen Skill. Ja. Ich ändere bei Ozzy noch einen Skill. So, einmal zurück und bei Ozzy werden wir... das so machen. Okay. Dann wird das hier unsere Standard... Boah, drei Schaden für drei Runden ist auch viel. Dann wird das hier unsere Standardaufstellung. Schade, dass man das hier nicht mehr irgendwie ändern kann, indem man sagt, ich klicke mal mit rechts drauf und speichere das. Sehr schade. Oh. Da waren keine glitzernden Münzen drin. Oh, die Erkundung kommt jetzt aber sehr spät mit der Karte. Aber gut. Was ist das hier? Nee. Was? Habe ich da gerade irgendwas kaputt gemacht, weil jetzt alles aufgedeckt wird? Was? Was war das denn? Passiert das manchmal, dass man das ganze Ding aufdeckt? Oder war das, weil ich... gelaufen bin, als die noch was gequatscht hat und dann die Erkundung kam. Oh. Das war... seltsam. Ich beschwere mich nicht. Dann weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt. Ja, aber trotzdem. Annihilated. Schon mal hier gegen den Stress vorgegangen. Das nenne ich mal einen Heal. Ja, warte mal, die können eh nicht bluten. Wir haben keinen Stress. Ja, nur noch er ist dran. Das heißt, er kann da hinten auch gar nichts machen. Komm, dann machen wir wenigstens den Schaden hier rein. Dann kannst du 11 bis 20. Ja, dann nimmst du doch gleich mal den da vorne raus.
Das ist aber auch lustig. Der Leichnam kann bluten, aber das nicht. Sehr, sehr kurios. Oh, haben wir den mal nach vorne? Tatsächlich. Der kann bluten, obwohl... Nein. Na, egal. Egal. Denken wir mal nicht drüber nach, warum das der Fall ist. Wichtig ist, dass wir jetzt ordentlich auf den draufkommen. Das sollte sich nicht so anhören. Oh. Na gut. 3 Schaden geht. Ja, noch eine kleine Heilung reingepackt. Oh. Es lebt noch. Lebt nicht mehr. Aber jetzt dann... Ach warte, das geht hier auf die Art und Weise. Moment, habe ich jetzt bei ihm... Ja, habe ich geändert. Okay, da ist ein Kampf drin. Und die bluten wenigstens, auch wenn sie noch nicht tot sind. Sollen wir da mal... Das macht eben auch nur 4 bis 8. Ach, ich hätte sie wieder nach hinten stellen müssen. Ja. Egal. Oh, der hat sich widersetzt. Na, hätte eh nicht gereicht. Hätte nicht gereicht. Hm, wir versuchen... Er hat 70%. Du machst 130, 120. Das ist eine 50-50-Chance. Nee, dann betäuben wir lieber den. Hat er gesagt, dann hat's dann, ja. So viel dazu. Mist. Okay. Das hört sich nach Blut an. Ja, es geht. Das ist auch okay. Ich muss schon sagen, der Highwayman ist mir echt der liebste Damage-Dealer. Einfach weil der zum Beispiel bei dem flächendeckenden Feuer zurückschlagen würde. Wenn man ihn halt richtig aufstellt. Aber Stress lindern müssen wir noch nicht. 7 ist schon nicht verkehrt. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Und nun? Ja, ich muss den da eigentlich machen, um da hinten reinzukommen, weil das immer noch die dritte Position ist. Mist. Och. Aber so kann man mal machen. Nehmen wir mit nochmal den extra Schlüssel, danke. Die eiserne Jungfrau wird natürlich wieder angegriffelt. Wofür nehme ich eigentlich die Kräuter mit? Toll, Wunschstarkkrampf, gut gemacht. Kannst du ja selber heilen gehen. Jeez. The light, the promise of safety. Och, wie süß. Wie viel Schaden machst du? 3 bis 6, das bringt gar nichts. Back to the pit. Dann machen wir doch einfach gleich das Finale. Executed with impunity. Jo. So geht man mit Ungeziefer um. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Oh, ist gar nicht geschaut, was da überhaupt drin ist. Ein Kampf! Oh, aber immerhin die Rüstung. Die gibt entweder Abwehr oder entstresst, oder nimmt einen negativen Tick weg, glaube ich. Oder gibt einen positiven? Irgendwas war da. Irgendwas war da. Auf wen hauen wir denn jetzt drauf? 11 bis 23. Ich könnte ihn da vorne rausnehmen, aber ich versuche lieber mal hier drauf zu hauen. 16. Ja gut, dann können wir mit ihm hier aber reinhacken.
use this advantage. Give them no quarter. Passt, würde ich sagen. Du hättest. Dir fehlen 10 Life, aber wir stunnen lieber mal. Ah, wir stunnen doch nicht. Decimated. Injury. Böse. Böse. 34 ausweichen und trotzdem so richtig eine reingekriegt. Aber ich gehe mal nach vorne. Der Uzi hat Bock aufs Finale, würde ich sagen. Stimmt, da war ja was. Ach, ist das so. Skelettschild, ja. Das glaube ich jetzt mal nicht. Oh, es fehlen 2 Damage. Mist. Aber solange es nur 3 Schaden sind. Das Schöne ist, ich kann jetzt nochmal hier eine Heilung reinklatschen und sollte eigentlich schnell genug sein, um ihn nächste Runde rauszunehmen. Außer natürlich, wir. Ach, das geht 2 St. Okay, ich dachte mir gerade schon, wieso geht der nicht ganz nach hinten? Ah, die 11 Schaden sind unnötig gewesen. Ach, und hier vorne kann ich nicht explizit auf einen drauf heilen. Mann! Das nervt mich. Ich zaudere ja nicht. Ich versuch's ja. Da, guckst du? Mensch. As victories mount, so too will resistance. Okay, wie ist unsere Standaufstellung? So. Naja, den kannst du aber nur von. Nee. Mist. So muss die sein. Das machte, glaube ich, entweder einen negativen Tick weg oder. Abwehr. Abwehr war das, glaube ich. Aber du hast eh schon so viel. Egal, komm. Ja, nochmal Abwehr und Ausweichen. 50%. Das ist nice. Gut, dass wir da auch gleich einen Stressabbau kriegen, wenn wir die. Wenn wir die Falle entschärfen. Wer hat denn am meisten? 100. Gut. So, hier gibt es einen Raumkampf mit Curio. Oder, ne, mit einem Schatz war das, glaube ich. Ja, ne, mit einem Schatz. Ist egal, Hauptsache. Ich glaube, ich mache das jetzt mal so. Ich möchte nämlich mit ihm das Finale hier gleich hinten drauf machen. Boah, reicht gerade so. Ja, weil der Angriff halt nicht geboostet ist, ne? Huh. 24 gekrittet. Nice. Ich war gerade am Überlegen, ob ich den vielleicht wegschieben soll, aber. Wenn ich ihn sowieso töten kann, wenn ich ihn treffe, dann mache ich das doch lieber so. Ja, moin. Na, ja, ausweichen. Das ist eigentlich okay. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ich habe nochmal auf beide drauf. Schön. Der hintere ist weg. 52% weniger Widerstand gegen Bluten. Ey, man kann ihn wirklich bluten lassen, wenn man genug Blutenfähigkeit hat. Ja, nice.
können wir ihn stunnen. Wieso denn nicht? Ja, komm schon! Ey, diese Präzision von Bob Roy. Ah. Da könnte man auch mal ein bisschen präziser werden. Aber ich habe halt eben diese Goodies verkauft, die Präzision fördern. Ah, gehen wir mal durch die Verteidigung durch mit der Axt. Und dann stressen mal unsere Dudes, ne? Ah, ja, du tötest ihn hier. Sehr gut. Au. Und wir treffen auch mal. Sehr schön. A trifling victory. But a victory nonetheless. Was haben wir hier? Schlüssel. Nö, ich möchte davon eigentlich nichts mitnehmen. Mal gucken, was hier drin ist. Ja, wir werfen mal ein bisschen Geld weg. Ein bisschen alles. Das ganze Geld wird weggeworfen. Das ganze schöne Geld. Wow. Da kann ich jetzt mal hin, ohne dass einer da versucht rumzufingern. Gut. Die Wappen nehme ich mit. Das Geld bleibt in dem Schaukasten drin. Warte mal, hier gibt es noch eine Falle hinten. Okay. Eigentlich ist es da fast egal, wer die entschärft. Aber mit 90% machen wir das mal. Mit einem Joker an seiner Seite musst du da echt fast nichts machen. Was Fallen entschärfen geht. Da kannst du eigentlich immer den 100er nehmen. Und du bist dann trotzdem echt gut dabei mit dem Stress, wenn du hier die ganze Zeit 10 Stress wegpackst. Minus 18%, also das ist schon viel. Ja, wir gehen hier so rum und dann ist das auch gut. Hey! Sind mal an dem Bücherregal vorbeigelaufen. Na, Raumkampf. In Radiance may we find victory. Sieht gemütlich aus. Hacken wir einfach einmal. Dolchen einmal. Machen den. Hauen den vorderen hoffentlich weg. Ja gut. Dann kommen zweimal Schaden durch. Ja, außer natürlich, wir weichen aus. Ja, gut. Machen wir so. Schön, wer gekrittet, keine Leiche entstanden. Ah, reicht nicht. Schade. Schade, schade. Und nu? Wir versuchen eher dran zu sein als er. Brave Liesel. Ja, moin. Seize this momentum. Push on to the task's end. Bin mir unschlüssig bei denen hier. Ich nehme es mal mit. Kostbarkeiten. A fortune waiting to be spent. Okay, wir müssen wieder umräumen per Hand leider. Wobei, das ging jetzt eigentlich. Wieder kein Platz. Okay. Oh, halt, Falle. Dann ist da wieder ein Raumkampf am Start.
Nö, es läuft eigentlich recht gut. Aber bei 20 Minuten, ich dachte, wir wären noch nicht so lange drin. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Eigentlich müsste ich gar nicht so krass auf Stressvermeidung gehen. Ah, wenn sie ganz hinten ist, kann sie den auch nicht benutzen. Ja, da müsste er auf jeden Fall erstmal hier vorne ran. Damn. Das ist alles andere als gut gelaufen. Ah. Ja, die Konstellation gefällt mir nicht so. Ich weiß nie so recht, wo ich dann ihn hier hinstellen soll. Die Standardkonstellation, die dann als Red Hook betitelt wird, wegen dem Hersteller oder Entwickler, die gefällt mir schon irgendwie am besten. Da hat jeder genau eine bestimmte Sache zu tun. Aber es ist nicht verkehrt. Rosi ist auch der Einzige, der gestresst ist. Das ist ja fast wie wie die Folge, als Lahm als Einziger mit Stress aus dem Dungeon rausgekommen ist. Mit richtig Stress und alle anderen waren auf Null. Das war auch interessant. Aber da habe ich auch am Ende noch gelagert. Das stimmt. Da habe ich beim Lagern noch Stress abgebaut. Soll ich hier auch Stress abbauen? Warte, ich kann ihn angreifen. Dann machen wir das doch lieber gleich. Na, blutet aber nicht. Aber immerhin betäubt. Aber wie viel Blut? 3 pro Runde. Das heißt, das Ding bleibt noch liegen. Oh, aber der kommt hundertprozentig raus. So, wir sind dran. Wir sind dran. Ah, blutet wieder nicht. Na, egal. Nein! Wir haben das Gesicht verfehlt. Oh, er uns auch. Passt. Naja. Unkonventionell getötet, aber immerhin tot. Die sind mehr wert als die Wappen, glaube ich. Dann nehmen wir die Büsten. Moment, wir haben keinen geheimen Raum gefunden, oder? Nee. Oh, warte mal, hier, nee. Ja, ich habe gerade die Schlüssel aufgebraucht, dann nehmen wir halt die Wappen wieder mit. Ah, ja gut, dann muss ich bei ihr aber hier das auch raustun, wenn ich sie ganz hinten stehen lasse. Dann nehmen wir lieber den Richtspruch mit. Da müssen wir auch nicht mit dem Stun-Skill versuchen, Damage zu machen. Dann können wir das auch anders machen. Ja, kein Platz für die Fackel. Na, dann zünden wir sie gleich mal an. Ah, Überraschung! Ah, Überraschung. Super. Wie viel? Der hat doch nur 30% Widerstand gegen Betäuben. Also manchmal verstehe ich nicht, was das Spiel gegen mich hat. Okay, was kommt jetzt alle da auf uns zu? Auf jeden Fall richtig viel Stress. Oh. Ja. Eieiei. Wenn der Uzi mal keinen Herzinfarkt erleidet. Mist, da fehlt einer. Oh, und eigentlich würde ich ihn jetzt gerne entstressen mit sich selbst, aber... na gut. Wollte gerade sagen, ich würde gerne die Sichel auf die 2 machen, aber der stirbt sowieso nächste Runde, er ist nicht mehr dran. Das heißt, ich entstresse mich jetzt wirklich mal ein bisschen. Mit dem Uzi. 11? Ja. Immerhin. Dann würde ich auch fast sagen, wir richten ihn hier
Genau einer zu wenig. Super. Ja, weil der Skill auch nicht aufgewertet ist. Fuck. Den habe ich nur gemacht, weil ich den vorne nicht anvisieren kann. Und ihn hier auch nicht. Okay. Immerhin wird er eins nach vorne gezogen, aber ich glaube, ich bin zu spät dran. Ja. Aber er kann keinen Kelch der Versuchung machen an zweiter Position, wie es ausschaut. Find ich klasse. Und an erster Stelle sowieso nicht. Okay, die zwei sind jetzt halbwegs ungefährlich. Er macht mir noch mehr Sorge als der vordere. Weggespitzackelt. Ja, kein Problem. Absolut kein Problem. Das Problem hier. Komm, wir machen den weg. Ich kann sowieso wahrscheinlich die eisernen Jungfrauen nie anfingern, weil Sam unbedingt die eisernen Jungfrauen gerne antatscht. Von daher brauchen wir die Kräuter auch gar nicht. Für den Alchemietisch gibt's die auch, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen gesehen davon. 6 bis 11, das könnte 2 rausnehmen oder keinen. Einer, ja gut. Nehme ich so mit. 4 bis 8. Okay, der ist sicher tot damit. Und dann haben wir noch 2 Hits hier. Gefällt mir. Die Büste können wir sogar mitnehmen. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. So, der nächste Raum ist ohne Kampf. Die nächsten 5 Räume sind ohne Kampf. Oh. Da kommt ja nur erst hier oben einer. Okay, wenn das so ist, dann gehen wir mal kurz wieder ein Feld zurück und machen ein bisschen Platz im Inventar. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Komm, lass ein bisschen essen. Ach, du hast diese Nachtwache gar nicht. Ach, du bist nicht krank. Das bringt überhaupt nichts. Das geht nur auf einen, nicht auf dich selber. Schade. Ich habe niemanden, der eine Nachtwache halten kann. Uff. Ja, cool. Dann heilen wir das wieder. Achso, halt doch, du kannst wirklich noch verhindern, okay. Okay, nichts mehr übrig. Ja, dann lass mal weitergehen. Ich glaube, ich mach die Fackel aus. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. Es kommen ja keine Gegner. Aber das Loot wäre interessant. Mach den Kackkopf weg. Das blöde Geld. Den Kopf nehme ich mit. Das gab mit heiligem Wasser extra Schaden, glaube ich. Ja. Ja, hoffentlich kriegen wir da noch ein paar. Das wäre schon sehr nice. Ja, da gibt es eine Fackel. Die nehmen wir mit. Das Geld lassen wir. Können wir sowieso nicht tragen.
du entstresst dich. Ach ja. So fallenden Schärfen ist bestimmt eigentlich kein stressfreier Job. Aber wenn es ihm Spaß macht. Gut, wir haben wieder einen Platz frei im Inventar. Juhu, Beute. Dann lass uns mal das hier so mitnehmen. Den können wir dann nachher irgendwann rausschmeißen. Die Schaufel brauchen wir auch noch einmal. Dann können wir den Schaufelplatz freiräumen. Tschüss, Schaufeln. Also demnächst zumindest. Und jetzt mache ich mal Licht an für den Raumkampf. 31 Minuten sind wir drin. Ja, den können wir aber ganz durchmachen hier. Das nehmen wir noch alles mit in die Folge. Wir versuchen zu stunnen. Die haben alle 30%. Endlich mal wieder. Wow, das hat aber auch gedauert. Nice. Ah, nicht so cool. Aber immerhin schon mal dreimal Schaden vermieden. Zweimal sogar permanent, wenn man das so nennen möchte. Okay, du kommst nur mit dem hier nach hinten. Räumst aber schon mal eine Leiche weg, danke. Das heißt, du kannst auch hier draufhauen. Jo. Das ist aber auch gut, dass er hier hinten steht. Dann habe ich wenigstens nichts, was ich machen kann, sondern nur das Entstressen parat. Das ist auch positiv. Zack! This expedition at least promises success. Ja. Moment. Genau, die Schaufeln brauchen wir nicht mehr. Right. Gathered close in tenuous firelight. Dann essen wir nochmal. Nein, wir haben nur noch 10. Das heißt, wenn ein Food-Check kommen sollte, kriegen wir extra Stress. Wir futtern 4-mal. Okay. Hindernisse entfernen. Oder Überfälle verhindern, sagen wir es mal so. Ein bisschen Stress hier dazu gekriegt, halb so wild. Zack. Das bisschen Life ist irrelevant. So, hier hätten wir nur noch ein Curio. Wir lassen das Licht jetzt mal an. Vorerst. Was gibt's denn hier? Noch so eine Vitrine. Ah, wird sowieso angefingert. Und ich hatte auch kein Dings mehr. Kein Schlüssel. So, Quest beendet. Wir kehren jetzt doch zurück. Jupp. Wunderbar. Dann war das auch relativ erfolgreich, was hier Erbstücke angeht. Ja, uns, wir haben sowieso nur auf den hier abgesehen. Aber hier unten alles voll zu haben, ist auch sehr nice. Scheißerei gekriegt. Und 5 Präzision für die Liesel. Ja, moin. Spielhalle ist gesperrt, aber das Bar und die Bordell kostet weniger. Dann packen wir hier mal Zeug raus. Hier oben gibt es immer noch keinen neuen Bosskampf. Schade. Wir haben so wenig Stress auf den Leuten, da rentiert sich das eigentlich gar nicht. Du bist immer noch im Puff? Was machst denn du da drin so lang? Moment, arbeitest du da?
Ist das wegen der Egomanie? Selbstverehrung, dass die da hier... Ah, okay, was auch immer. Das Bier ist extra günstig. Du kannst nicht trinken. Ja, die haben ja einen Stresswert von... nicht mal 10. Wenn's, oh, halt mal, ne? Ja, 16, das ist ja... gar nichts. Okay, müssen wir also nichts machen. Ich wollte die Schmiede noch abwerten, ne? Richtig, ja. 44 Urkunden brauchen wir dafür. Was würden wir denn noch aufwerten wollen? Die Gilde... Immer wenn ich auf die Gilde hier oben hin will, dann springt er darüber. Das ist ein bisschen nervig. Die Gilde ist schon voll, ja. Komm, wir machen sie nochmal günstiger. Errungenschaft. Das nächste Mal packen wir das hier an. Weil wir machen die Preise auch ein bisschen günstiger, jetzt schon mal. Dann gucken wir uns mal an, was wir noch machen. Ach ja, ich habe übrigens Dead for Hunter mit reingenommen. Boop, da ist er. Müssen wir nur mal gucken, wo wir denn jetzt großartig noch hin können. Ich werde auf jeden Fall versuchen, Krankheiten jetzt wieder rauszunehmen. Hier die Scheißerei. Da auf jeden Fall der Wunschstarkrampf. Und ansonsten sind wir nicht krank, ja? Nice. Wir haben 12.000 Kohlen, das ist nicht so viel. Lass mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Für den Hundemeister. Oho. In den dunkelsten Dungeon werde ich erst reingehen, wenn wir hier die Bosse niedergeknüppelt haben. Was ist das denn für die Barbarin? Eine Haarnadel. Oh, ich dachte schon, das wäre hier ein außergewöhnlich schicker Zahnstocher. Tierschreine aktivieren. Oh. Das würde der Barbarin aber auch gut zu Gesicht stehen, einfach weil wir das Licht sowieso generell über 75 halten. Das könnte man angehen. Das wäre auch nochmal ein Umhang für Licht über 75, das könnte man mit zwei... Also mit einem anderen Umhang in verbinden. Das wäre so ziemlich das gleiche, nur dass wir einfach nur Leute töten sollen. Hier gibt es halt Urkunden. Was ist das denn für ein Ring? Plus 10 Präzision, plus 10 Abwehr. Das wäre ein sehr schöner Ring für... Ah, wie heißt denn die Klasse? Für den Aussätzigen. Einfach weil der so wenig Präzision hat. Das könnte man machen. Komm, wir machen das mal. Ich würde sagen, wir nehmen Snoozle mit. Und Lahm, damit die... ein bisschen stärker werden. Dann die Scale nehmen wir mit, weil... Oder sollen wir die Nina? Ne, wir nehmen Scale mit und... Ja gut, als Tank, dann kommt eh nur noch der Max hier in Frage. Dann lass mich mal hier das Gepäck ausrüsten. Einmal nach Stufe sortieren, danke. Okay, du bekommst auf jeden Fall Betäuben, Gifthauch und Gifthauch. Du kriegst die... Heilung und die Heilung. Du bekommst den Schaden und Ausweichen. Bei Licht. Und du, mein Guter, bekommst Abwehr und Max Life dazu. Soll ich hier mit Stressschaden machen? Entweder 25 Abwehr oder 15 Max Life. Ich nehme die Abwehr.
Dann lass mich mal noch hier bei den Skills gucken. Da könnte man noch was verbessern, ja. Könnte man bei allen noch was verbessern hier. Okay. Da geht jetzt gleich ein bisschen Geld drauf. Das nehme ich jetzt noch mit in die Folge rein. Großartig anderes wird hier nicht passieren. Hier so. Nehmen wir. Ach, falsche Maustaste. Du wirst verbessert. Ah, bei dir lasse ich das jetzt erstmal so. Aber du wirst noch mehr giften. Ah, ich muss. Okay, pass mal auf. Das hier nehme ich sowieso nicht mehr. Raus damit. Den nehme ich eigentlich auch nicht her. Weg damit. Du kommst weg. Wir haben keinen Waffenknecht. Raus. Das hier macht eigentlich nur Widerstand gegen... Weg damit. So. Jetzt haben wir genug Kohle. Um hier auch ordentlich Gas zu geben. Dann werden wir... Ich wieder mit den Maustasten. Einmal links, rechts, geradeaus. Alles verkackt hier. Oh, Ausrüstung müssen die aber auch noch ordentlich zulegen. Oh, 4200. Okay. Machen wir hier, denn du bist unser Damage-Dealer. Nein, halt. Hier wollten wir hin, richtig? Ja. Das sind beides lange Dinger. Eieieiei. Damit könnte man einen Dude relativ schnell hochleveln. Ist ja interessant. Uff. Hm. Komm, das ist gewöhnlich. Der wird auch noch verkauft. Ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld. Das hier ist zwar eine schöne Kombination hier. Ja, lass mal gucken, ob wir da genug Geld haben, um ordentlich Ausrüstung mitzunehmen. Dann noch einige Fackeln. Und ansonsten... Ja gut, Schaufeln. Ja, ich glaube, das passt eigentlich. Ich hoffe, dass ich an Food komme, indem ich Heilkräuter in Fische schmeiß. Und ansonsten... Ja, ich glaube, die Fischmenschen machen ein bisschen Blutung, ne? Hast du deinen Skill zum... Ja, du hast den aktiv. Oh, aber da sollte ich vielleicht den rausnehmen und den daran machen. Wenn ich den schon aufgewertet habe, ne? Ja, ich glaube, so sind wir halbwegs bereit. Also, wir sehen uns hier nächste Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.